ich muss schon sagen, ich bin froh, dass Bubbles sich endlich organisieren kann. Organisieren, ha? Huh? Wie sehe ich aus, Mädchen? Denn die Antwort ist fantastisch. Hatten wir das nicht verbrannt? Ich habe ein Vorstellungsgespräch. Viel Glück, Professor. Ha, wenn man so gut aussieht, braucht man kein Glück. Ich war beim Apfelpflücken. Ich habe hier Granny Smith, Honey Crisp, Red Delicious und Red. Gar nicht köstlich. Warte, wolltest du nicht das Auto des Bürgermeisters reparieren? Wollte ich das? Ich meine, das habe ich auch. Das Auto stand neben der Apfelplantage. Aha, na dann, ich muss los. Tschüss. Ich weiß, was du jetzt denkst, Blossom. Das denke ich auch. Bubbles ist ein Alien. Was? Nein, Bubbles ist kein Alien. Naja, sie ist plötzlich super organisiert. Das erste Anzeichen für eine Entführung durch Alien. Super organisiert. Wozu hast du eigentlich dieses Schwein? Ich sortiere Bücher. Ich sortiere Bücher. Hey Mädels, ich habe gerade eure Bücher nach Regenbogenfarben sortiert. Das war der letzte Punkt auf meiner To-Do-Liste. To-Do-Liste erledigt. Siehst du, Blossom? Sie erledigt ihre To-Do-Liste. Das zweite Anzeichen für eine Entführung durch Aliens. Das ist kein Anzeichen für Aliens, sondern dafür, dass sie erwachsen wird. Bubbles blüht gerade auf, als wäre sie Blossom. Das ist eine noch erschreckendere Erklärung. Dann lieber Ellie. Tut mir leid. Ich bin wohl etwas überarbeitet. Dann mach doch mal eine kleine Pause. Oh, ja. Vielleicht hast du recht. Siehst du? Entführung durch Aliens. Octi, hättest du gern noch etwas Tee? Oh, hey, da bist du ja. Und dann hat er mich gefragt, was ist ihre größte Schwäche? Denn Stil ist es ganz sicher nicht. Wie auch immer. Ich sagte, meine größte Schwäche ist, dass ich unter Druck zusammenbreche. Blossom? Buttercup, ich will jetzt nichts mehr über Bubbles hören. Sie saugt die Zimmerdecke ab. Zimmerdecke abgesaugt. Siehst du? Das dritte Anzeichen. Du hast recht. Vielleicht ist sie doch ein Alien. Ich nehm's zurück. Das ist eindeutig Bubbles. Vielleicht sehen wir nur Gespenster. Okay, wir werden gerufen. Mädels, der Bürgermeister hat angerufen. Der Frühstücksbandido sorgt in der alten Pfannkuchenfabrik für Ärger. Und ich habe das Klo geputzt. Okay, Mädels, es wird jetzt Zeit, den Tag zu retten. Mann, Frühstücksbandido! Hier ist echt viel Teig, aber kein Bandito. Das kommt mir sehr verdächtig vor. Hallo, Mädchen. Silico! Ich wusste doch, dass du dahinter steckst. Hey, das hast du überhaupt nicht gewusst. Auch egal, gib doch auf, Silico. Wir sind 3 gegen 1. Du hast keine Chance. Vielleicht solltest du Mathe üben. Oh, ich habe es nicht nötig, Mathe zu... Bubbles, was soll das? Ach, Mädchen, es gibt keinen Frühstücksbandito. Das war nur ein Trick, um euch herzulocken, damit ich euch vernichten kann mit meiner neuen Freundin. Nein! Was? Es gibt 2 Bubbles? Oh Mann, dann ist sie doch kein Alien. Kein Alien. Was ist hier los? Also das ist eigentlich eine lustige Geschichte. Wisst ihr noch neulich, als ich wirklich überarbeitet war, da kam mir eine Idee. Ich könnte doch meinen wunderschönen 3D-Drucker so kodieren, dass er eine 2. Ausgabe von mir druckt. Doubles! Ganz authentisch! Ganz identisch! Mit einer Doppelgängerin könnte ich tagsüber Spaß haben, während sie die blöden Arbeiten übernimmt. Aber Silico hat sich da irgendwie reingehackt und sie böse gemacht. Dann hat sie mich gefesselt und hierher gelockt. Aber ich konnte mich befreien und mach sie jetzt fertig. Ja, ha! Boom, boom, yeah! Wow! Bubbles! Oha! Also damit hast du wohl nicht gerechnet, Silico. Doch, eigentlich schon. So viel zum Thema Geschwisterliebe. Stimmt.